Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Platin Together. Jo, das letzte Mal hatten wir ja die Pokéliga beendet. Und jetzt suche ich gerade nach dem Startknopf, damit ich dieses Gedöns wegbekomme. Okay. Und wir gehen direkt zur Duellzone. Ich hatte mir gedacht, dass du kommst. Zum Glück habe ich gewartet. Es ist doch wunderbar, dass unsere Welt im ständigen Wandel begriffen ist. Natürlich möchte ich nicht, dass sie sich nur nach den Wünschen einer einzigen Person gestaltet. Nach den Wünschen von Cyrus. Das möchte wirklich keiner. Ich sehne mich nach einer Welt, in der die Pokémon und die Menschen mit und füreinander glücklich sind. Wäre es nicht schön, in einer Welt zu leben, in der alle lächeln können? Die Welt wäre so viel schöner, wenn wir alle aktiv daran mitarbeiteten. Bitte hört nicht damit auf, in die entlegensten Gebiete zu reisen. Hör nicht damit auf, viele Menschen und Pokémon zu treffen. Ich bin den ganzen Weg gekommen, nur um dir dies mitzuteilen. Dein Horizont wird sich ebenfalls erweitern, wenn du das Kampfareal besuchst. Hoffentlich werden sich eines Tages unsere Wege wieder kreuzen. Ja, das sehen wir dann. Also gut, lichten wir den Anker. Und da stellt sich mir die Frage: Gab es in dieser Edition nicht ein Krakeelon oder gab es das schon in der vorigen Edition? Oh je. Oh, hey Lucius, wo warst du so lange? Das macht 100 Millionen Strafe. Ach, sehen wir heute mal darüber hinweg. Komm mal mit. Da oben sehe ich schon einen Weg, wo wir noch nicht lang können. Anscheinend. Aber hier ist einiges los. Und was ist da unten auf der Karte, frage ich mich gerade. Ach, das sind die Wander-Pokémon, okay. Denke ich mal. Lucius, ich wollte in die Kampfzone, die sich zufällig genau hier befindet. Und dann kamen diese Typen daher. Die schienen auf Streit aus zu sein. Die sagten, dass sie meine Stärke testen wollen und sowas. Als ob ich denen was beweisen müsste. Also los, bilden wir ein Team. Wie damals an der Speersäule. Zeigen wir denen, dass wir unschlagbar sind. Okay. Schön, dass wir einer Meinung sind. Der wäre einer der Top 4 und ein Arenaleiter. Das schaffen wir. Die Luft ist am Brodeln. Man hört sie vor Spannung geradezu knistern. Ignaz, Meister aller Feuer-Pokémon, wird euch auf Herz und Nieren prüfen. Zeigt Ignaz, wie heiß das Blut ist, das in euren Adern pulsiert. Ich weiß nicht, wie ich mich in diese Situation manövriert habe. Aber zeig mal, was du in der Pokémon-Liga gelernt hast. Jo. Dann ist es wohl so, dass wir jetzt gegen einen Arenaleiter und gegen einen der Top 4 kämpfen müssen. Und das Ganze, gibt es irgendeinen Angriff, der beide trifft? Erdbeben trifft alle, außer Staraptor, also benutze ich das natürlich auch. Ich denke, das wird auch ganz gut reinhauen. Beide überleben. Was sehr fatal ist. Wenn es mich nicht sogar umbringt. Ja. Ah, jetzt bekommen wir nicht mal die XP. Für Hundemann. Und Feuerzahn. Also, Lucario wäre auf jeden Fall weg gewesen. Dann entweder Chris oder Wendigo.
Wendigo ist natürlich sehr unpraktisch. Eigentlich. Aber ich denke, das ist schon okay, wenn wir dafür jetzt erstmal Chris wegkloppen. Und Chris hat... Da hätten wir Schaufler. Ich glaube, dann machen wir das so. Feuer-Pokémon verwenden Blitzattacken, die Blitz-Pokémon Feuer. Macht auch ziemlich viel Sinn. Oder alle schneller sind als Wendigo. Geht die nächste Attacke so oder so daneben. Okay, Ladestrahl. Könnte sehr schön wehtun. Aber scheint okay zu sein. Und da wir das langsamste Pokémon sind, ist das für uns halb so wild. Greif den Polion jetzt noch an. Ah, Gott sei Dank. Nicht mal so stark. Aeroast sollte schnell sein. Nein, war das nicht so irgendwas, dass das eine relativ schnelle Attacke ist? Anscheinend hat mich geirrt. Das ist einfach nur 100%iger Volltreffer. Das ist natürlich schlecht. Oh Gott. Ich hoffe, Wendigo hält das aus. Hat doch schon ziemlich gute defensive Werte, aber bei einer Feuerattacke mit der Stärke sollte es, wie zu sehen ist, nicht lang. Ah ja, dann machen wir das ganz simpel. Die haben beide, da muss ich Wuppern reinschicken. Verwenden wir einmal Tempo-Hieb. Und natürlich den Volltreffer, wenn man es nicht braucht. Eine Attacke vergessen für Flammenblitz. Frage, was holen wir weg? Was ist Feuersturm? Das ist Spezial. Das ist physisch. Ich glaube, da mache ich... Na scheiße, hol ich mal einfach den Weep weg. Ist auch egal. Der Ladestrahl haut ziemlich heftig rein. Aber jetzt habe ich natürlich kein Tempo-Hieb mehr. War gar nicht so schlau. Aber wir sind auf jeden Fall schneller. Ich glaube, Kraxler ist überhaupt eine starke Attacke. Aber stark genug auf jeden Fall. Hoffentlich auf Relaxo. Ne, natürlich nicht. Das haut unseren Wuppern weg.
Was war das? Server trifft alle, Relaxo sollte es egal sein. Und Elevoltec macht kaum Schaden. Aber je nachdem, wie stark Relaxos nächste Attacke ist, ist doch schon ziemlich sinnvoll, wenn Elevoltec gut Schaden bekommen hat. Aber Donnerschlag besiegt uns, war relativ klar. Ne? Wir übernehmen das. Das ist schon mal sehr gut. Ist auf jeden Fall paralysiert, wodurch eigentlich wäre jede andere Attacke besser. Eisstrahl weiß nicht, ob sie trifft, deswegen benutze ich die jetzt sicherheitshalber mal nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Relaxo schneller war. Oder ich war mir ziemlich sicher. Es wäre auch sehr verwunderlich, wenn ein paralysiertes Elevoltec immer noch schneller sei als ein Relaxo. Hey, jetzt mach hier mal keine heiße Luft. Geh lieber aus dem Weg. Hahaha, was für ein Spaß. Wir beide haben den Kürzeren gezogen, aber gegen euch ist das keine Schande. Ich hoffe, das wäre nicht unser letzter Kampf. Aber zuerst bringe ich mal unsere Freunde hier nach Hause. Siehst du, ich bin doch ganz schön stark geworden, oder? Na, dann gehe ich mal zur Kampf zu... Bums. Oh, naja. Ey, was soll das? Kann mir mal jemand sagen... Papa? Wie? Ah, na wenn das nicht Barry ist. Du bist ja ganz schön groß geworden. Und Lucius ist auch da. Wie lange haben wir uns nicht mehr gesehen? Barry, deine Mutter sagte mir, dass du zur Duellzone unterwegs bist. Ich musste mich regelrecht beeilen, um dich einzuholen. Werdet ihr euch der Herausforderung in der Kampfzone denn stellen? Dort gibt es 5 Einrichtungen, die voll und ganz dem Kampf gewidmet sind. Eine jede hat ihre eigenen Regeln, somit hat jede ihren eigenen Charakter. Ohne Frage müsstet ihr für jede herausragend sein. Es stimmt mich aber wirklich froh, dass es euch beiden so gut geht. Ich werde mein angestammtes... Alter, mein Mikro hängt so ein bisschen im Bild, deswegen ist es immer so ein bisschen komisch zum Lesen. Ich werde meinen angestammten Platz im Duellturm wieder einnehmen. Auf eure Herausforderungen freue ich mich schon. Mein Papa ist ein toller Typ, findest du nicht? Als wenn man es ganz genau betrachtet, richtig, ja? Er ist schließlich ein Kampfchoreophäe. Er ist der Kampfkoloss. Ich möchte auch mal so toll sein wie mein Papa. Lucius, das ist der Grund, aus dem ich Trainer geworden bin. Oh nein, was mache ich nur? Soll ich die Herausforderung antreten oder doch lieber noch trainieren? Na gut, ich habe mich entschieden. Ich werde weiter trainieren. Endlich habe ich es hergeschafft. Da muss ich jetzt nichts überstürzen. Oh Gott, also nochmal. Ich habe euch gerade kämpfen gesehen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ihr seid schon etwas Besonderes. Wer einen der Top 4 einfach so schlägt... Oh, ich sollte mich vorstellen. Mein Name ist Avin Aro. Meist trainiere ich im Überlebensareal oder am Kahlberg. Du sollst dort mal vorbeischauen, dort wirst du noch stärker. Oh, okay. Dann malen wir mal die Pokémon. Nee, das wollen wir mal nicht. Jo. Jetzt können wir noch schnell die Bären hier einsammeln. Können wir da unten noch irgendwas entdecken? Oh, da geht's weiter. Oh, wir gehen erstmal hoch. Oh je. Willkommen in der Kampfzone. Ist dies dein erster Besuch hier? Na dann hier entlang.
Oh, da sehe ich hier eine Kampfkamera. Das ist aber famos. Erst Besuchern der Kampfzone wird die Kampfkamera umsonst aufgerüstet. Dazu bräuchte ich sie für einen kleinen Augenblick. Ah ja, einfach hier öffnen. Und Tigger, Tagger, Katschink. Na, das hätten wir. Bitteschön. Unsere Mitarbeiter erklären dir gerne die einzelnen Bereiche der Kampfzone. Ich kann dir auch einen allgemeinen Überblick verschaffen. Hast du Fragen? Nein. Genieße deinen Besuch hier. Okay, die lassen uns zum Glück einfach durch. Oh, wir sind hier schon direkt im ersten Gebiet, wenn ich das richtig sehe. Ah, Duellturm. Da wären wir. Ist auf jeden Fall viel imposanter, glaube ich, gestaltet als noch zu Diamant und Pearl Zeiten. Aber auf jeden Fall, was ist das denn hier? Ich denke, der Duellturm kann dann Killian nächste Folge anfangen. Ich verabschiede mich. Ja. Auf Wiedersehen.